ganz schön fancy heute hier bei den Chili Geeks. Ganz gleich das Pilzige, Chillige auf der Zunge. Seht euch mal so eine besondere Flasche an, mit diesem ganz tollen Verschluss. Das erinnert mich eher an eine Parfümflasche im Badezimmer als eine Hot Sauce. Warum so eine edle Flasche? Weil darin auch ein ganz edles Produkt ist. Nein, diesmal nicht Chilis, sondern Trüffel. Chilis sind natürlich drin, aber hier ist der echte schwarze Trüffel dabei und sie heißt Truff. Kommt aus Kalifornien und habe ich mir beim letzten Besuch in Kalifornien mitgenommen. Dort sind die relativ groß, machen auch verschiedene Soßen, aber das ist ihr Hauptprodukt, mit dem haben sie angefangen und ich habe heute richtig Bock drauf, die mit euch zu verkosten. So, schauen wir gleich mal. Hier ist der Öffner. Mal schauen, ob ich es mit meinen Fingern aufbekomme. Jawohl, geht runter. Oh, die glitzert hier. Also edel schaut sie mal auf jeden Fall aus. Hoffentlich auch edel auf der Zunge. Ja, natürlich, ja, sofort dieser pilzige Schwammerlgeruch, den man natürlich von einer Trüffel erwarten würde. Gehört ja zu den teuersten Trüffeln, die schwarze Trüffel. Aber auch nicht so dominant, dass ich sage, halt, boah, ich rieche jetzt nur mehr die Trüffel. Also man kommt schon ein bisschen so dieses, die Maische, der Chili kommt da schon auch durch. Schauen wir mal kurz. Bei den Zutaten, ich habe natürlich vorher schon mal kurz gelesen, um sicherzustellen, dass da nicht irgendwie einfach nur ein Aroma drin ist. Es fängt nämlich auch tatsächlich an mit der Hauptzutat, die Red Chili Peppers. Wir wissen leider nicht genau, welche roten Chilis die da benutzen, immer schade. Dann Wasser, Essig, ein bisschen ein Zucker, aber nicht viel. Hier steht zum Beispiel Total Sugars 1 Gram, also sie haben quasi 1 Gramm Zucker mit reingetan, das kann man ignorieren, dann Knoblauchsalz, dann eben dieser schwarze Trüffel, Agavennektar, Olivenöl, auch infused mit einer schwarzen Trüffel-Essenz, dann ein bisschen was für die Farbstoffe und Verdickungsmittel. Shake well before each use, macht man natürlich, also schön schütteln. Kommt wie gesagt aus Costa Mesa, California. Made with the finest red chili peppers and infused with black winter truffle. Ganz schön fancy heute hier bei den Chili Geeks. Jetzt bin ich aber mal richtig gespannt. Ich erwarte natürlich einen pilzigen Geschmack. Oh, richtig cremig kommt es da raus. Also hier sind sicher ein paar Verdickungsmittel drinnen. Ist aber okay. Ja, da kannst du nicht viel erkennen. Also ganz kleine Flankerl sind da drin. Aber das ist gut püriert worden da. Kann man nicht mehr viel erkennen, das war's. Ja, also. Es ist eigentlich genau das, was ich erwarten würde. Es riecht ein bisschen nach Pilzen, es riecht ein bisschen nach Chili. Mal schauen, wie es schmeckt. Ganz gleich das Pilzige, Chillige auf der Zunge. Wobei das Chillige sehr schnell übernimmt. Die Schärfe. Entschuldigung, aber der ein bisschen Frosch im Hals. Ja, dominiert jetzt auch die Schärfe ein bisschen. Also, oh, ist schwer zu sagen, was die für eine Chili genommen haben. Ich glaube nicht, dass es Habanero ist, ne? Das hätten sie wahrscheinlich auch draufgeschrieben. Aber es ist nicht so dominant von der Trüffel her. Das finde ich ganz angenehm, weil das könnte man schnell mal übertreiben. So ein pilziger Geschmack kann das sehr dominierend sein. Balanciert sich aber da wirklich schön aus hier mit dem Chili. Die Chili, die harmoniert. Immer zweimal kosten, so langsam gewöhnt sich meine Zunge dran. Hat auch jetzt ein schönes, scharfes Mundgefühl. Ja, nicht dominierend. Aber du merkst, hey, ich habe gerade richtig einen Löffel Chili-Soße gegessen. Also, das ist jetzt nicht etwas, du siehst jetzt, ich laufe nicht rot an oder sowas, was ich gleich irgendwie so, und Schweißausbrüche etc. Aber du merkst schon, du isst eine Chili-Soße. Von der Balance ganz, ganz gut. Also, das ist würdig für Anfänger als auch Fortgeschrittene. Ich glaube, ich könnte da durchaus Spaß haben mit diesem Schärfegrad. Kostet mal gleich nochmal. Jetzt schaue ich mal beim zweiten, ob sich da der Trüffel jetzt ein bisschen mehr durchsetzen kann.
Definitiv. Das leicht Süßliche von der Agave ist ganz weit hinten, aber schon da. Aber nicht das dominiert, also es geht definitiv nicht in die süße Richtung. Und der Knoblauch ein bisschen. Aber sehr schön der Fokus auf den Chilis, also es ist trotzdem eine Hot Sauce, es ist nicht eine Trüffelsauce, gibt es ja auch genug. Aber ist lecker. Also, ja, kriegt eine Empfehlung von mir. Ich bin echt ganz angetan, dass die eigentlich richtig lecker geworden ist und dass sie so eine schöne Balance zwischen eigentlich sehr dominierenden Lebensmitteln hat. Die Chili und die Trüffel sind sehr dominierend und wenn man die zwei zusammenbringt, hier verheiratet in dieser Flasche, ist das eine schöne Kombination. Wo würde ich die dazu essen? Als erster fällt mir mal wieder ein Klassiker ein, die Pizza, weil da sind natürlich oft auch Champignons drauf. Also alles, wo du ein bisschen gerne Champignons dazu isst, könnte ich da empfehlen, aber auch als für ein Sandwich noch mit dabei. Und ich kann mir das auch vorstellen, einfach nur Nudeln, so ein bisschen Olivenöl, Nudeln, ein bisschen Knoblauch und dann das mit dem ein bisschen so kombinieren. Das ist ja auch sehr cremig. Oder auf Chicken Wings könnte ich mal, auf Hühnerflügel könnte ich es mir auch lecker vorstellen. Kriegst du bei uns teilweise auch, ist manchmal ein bisschen teuer, also sie kostet so zwischen 20 und $25 in Amerika. Ich müsste jetzt mal schauen, wenn du es in europäischen Hot Sauce Shops entdeckst, wird es wahrscheinlich auch ungefähr um den sein. Ist es aber meiner Meinung nach wert, ist auch relativ viel drinnen für eine Hot Sauce, ist auch eine große Flasche und sieht einfach mal geil aus und ist einfach auch mal was anderes. Also, das finde ich mal richtig schön, dass sich die Leute was trauen und ich muss sagen, hat eine Empfehlung. Hast du die schon mal probiert? Stehst du auf so Kombinationen oder willst du es lieber pur haben? Lass uns doch in die Kommentare wissen, würde mich total freuen. Bis zum nächsten Mal, bleibt würzig, euer Matthias. Ciao.